Endlich in Dänemark. Direkt hinter der dänischen Grenze fühlten wir uns wie in eine andere Welt versetzt. Doch kommt doch einfach mit und seht selbst. Wenn wir so weit weg stehen, dann seht ihr nämlich auch den Milo immer. Der kann nämlich, wenn er will, auch hören und Krach machen. Tada! Und da haben wir es geschafft. Wir sind in Dänemark angekommen. An unserer ersten Station, direkt hinter der Grenze in Mögeltünde oder wie auch immer man das ausspricht. Da werden wir uns noch mit auseinandersetzen und dann in Zukunft alles richtig aussprechen. Wie überall in Dänemark auf der Karte zu sehen, gibt es ganz viele Geocaches und unter anderem hier an unserem wunderschönen Parkplatz. Auch einen sehr schönen Labcache, den wir jetzt gleich machen. Genau. Und die erste Station führt uns, falls ihr es im Hintergrund sehen könnt, zu einem richtig süßen kleinen Schlösschen. Ja, dank unserem tollen Hobby, dem Geocachen, kommt man immer wieder an tolle und interessante Orte, wie zum Beispiel jetzt in diesem Fall. Hinter mir seht ihr die längste Dorfkirche Dänemarks. Sie war auch früher in dem Sinne einzigartig, weil sie als Dorf und auch als Schlosskirche genutzt wurde. Und das absolute 1592 starb hier ein Bauer im Alter von 127 Jahren. Das muss man dem erstmal nachmachen. So, wir waren heute in Tönda, sind von Mögeltönda nach Tönda gelaufen und es waren, glaube ich, ungefähr 4 Kilometer. So in etwa, ja. Da haben wir einen schönen Labcache gemacht, uns gemütlich in den Skulpturenpark gesetzt, ein kleines Picknick gemacht und uns die Stadt angeguckt und es war richtig schön. Ja, also Tönda ist wirklich eine richtig schöne alte, also zum Teil alte Stadt. Da gibt es auch noch richtig alte Gassen.
die man sich da angucken kann, die aber echt noch immer wunderschön aussehen. Und was für uns natürlich absolut toll war, es war so ruhig, es waren wenig Menschen unterwegs, also wir konnten uns da echt frei entfalten und das total genießen. Ja, und die Menschen, die unterwegs sind, die sind wirklich völlig entspannt. Also wir sind gerade mal 10 Kilometer hinter der deutschen Grenze und es ist eigentlich wie eine ganz andere Welt. Da passt das dänische Wort hügelig. Also es ist wirklich richtig, richtig entspannt und schön und gemütlich und ja, genau unser Ding, würde ich sagen. Jetzt sind wir auf dem Rückweg zum Wohnmobil. Wir haben jetzt eben spontan entschieden, wir werden heute noch mal eine Nacht hier schlafen und dann morgen früh ganz gemächlich weiterfahren zum nächsten Stell- bzw. Schlafplatz. Ja, und dann gucken mal, was der Abend heute noch so bringt. Am nächsten Tag ging es für uns weiter an die Nordsee. Hier hatten wir einen super Parkplatz direkt hinter dem Deich. Die weite Sicht auf das Meer und die Ruhe haben uns einfach entschleunigen lassen und wir konnten hier einen wunderschönen Tag verbringen. Wir haben jetzt einen kleinen Zwischenstopp hier gemacht und haben uns die Tröeburg angeschaut. Beziehungsweise die Ruine der Tröeburg. Ja, das ist eigentlich total niedlich. Hier ist ein kleiner Parkplatz, wo man auch gut sitzen kann, wie ihr hier gerade seht, mit einer Toilette. Hier passen locker 2 Wohnmobile und auch noch 1-2 Pkw hin. Und ja, die Ruine ist eigentlich sehenswert, würde ich sagen, so als Zwischenstopp. Ja, die kann man auf jeden Fall mitnehmen auf dem Weg. Thank you.
Nachdem wir uns die Ruine angeschaut haben, haben wir jetzt eine kleine, süße Geocaching-Runde im Trufzgorf gemacht. Genau, es ist eine kleine Runde von 10 Caches und ca. 8 Kilometern. Echt schön zu laufen. Kleiner Tipp, nehmt euch Gummistiefel mit. Ist ein bisschen matschig unterwegs. Das steht auch so im Listing. Also immer wichtig, das Listing zu lesen. Uns ist es auch schon ein, zweimal passiert, dass wir das nicht gelesen haben. Aber diesmal halt mal Glück. Ja, das war damals nur etwas ungemütlicher, weil da ging es um Stechpalmen und lange Hosen tragen. Ja, ansonsten ist es ein wunderschönes Gebiet hier. Hier kann man auch auf dem Parkplatz wunderbar stehen. Also auch wenn hier mal zwei oder drei Wohnmobile irgendwie auf die Idee kommen, diese Runde zu machen, finden die Platz. Hier gibt es auch noch drei oder vier Picknickbänke, wo man sich ganz gemütlich hinsetzen und ein bisschen lunchen kann. Und eine Infotafel findet man hier, wo man auch noch ein paar Infos über diesen tollen Wald findet, der super ursprünglich ist. Ist einer der ältesten Wälder Dänemarks, laut Listing. Und super idyllisch, richtig schön. Ja, kleiner Hinweis noch von uns, ladet euch die Geocache vorher runter, entweder aufs Handy oder aufs Navigationsgerät, weil Internet ist hier ein bisschen schlecht. Das muss man wirklich sagen. Und nehmt euch Mückenspray mit. Ja, die fliegen ja nämlich gerade schon die ganze Zeit um uns drumherum. Ja. Und jetzt geht's für uns weiter Richtung Schlafplatz. Mal sehen, wo es uns diesmal verschlägt.